Hey, so in diesem Video zeige ich dir, wie du Pizzaleberkäse ganz einfach selber machen kannst. Generell von der Grundmasse halte ich mich da an mein normales Leberkäserezept. Ich benutze da Schweinenacken, mageres Rindfleisch und Schweinerückenspeck. Bei den Gewürzen einmal Nitritpökelsalz, kannst natürlich auch normales nehmen, wenn du willst. Dann noch ein paar Gewürze, Paprika, weißer Pfeffer, Zwiebelpulver, Macis, Kardamom und Ingwerpulver. Und dann habe ich hier jetzt noch einmal Kutterhilfsmittel. Da brauchen wir natürlich dann später auch ein bisschen Crushed Eis. Und bei der Einlage kannst du eigentlich machen, wie du willst. Ich nehme so 30%. Ich habe jetzt hier einmal Salami, kann man auch Kochschinken nehmen. Dann einmal Pilze. Ich mag persönlich die aus der Dose nicht, deswegen habe ich mir hier selber welche gemacht. Dafür einfach die Pilze klein schneiden. Und dann in der Pfanne auf dem Herd stellen und wirklich richtig heiß machen. Wir wollen da, dass die Feuchtigkeit rauskommt. Das heißt, da noch ein bisschen Salz drüber. Und wie du siehst, ist das Ganze hier richtig schön heiß. Und da sieht man jetzt schon gut was verloren. Deswegen noch ein bisschen Olivenöl dazu. Noch ein bisschen anbraten. Und dann einmal die Zwiebeln rein. Und das dann einfach so stehen lassen, dann werden die Zwiebeln ein bisschen glasig und die Pilze haben ihre Flüssigkeit verloren und passen dann perfekt als Einlage. Ansonsten eben die aus der Dose verwenden. So, dann habe ich jetzt hier nochmal eingelegte Paprika, finde ich persönlich auch super da drin. Und natürlich Käse. Ich nehme jetzt hier Gouda, kannst auch Emmentaler nehmen oder einen Käse deiner Wahl. Wie gesagt, all das ist komplett dir überlassen, was du da reinmachst. Hab einfach Spaß und probier ein paar Sachen aus und ich bin mir sicher, es wird schmecken. So, nächster Schritt als erstes, wie immer, Fleisch und Fett kleinschneiden. Da einfach schauen, wie groß die Stücke sein können, damit sie noch in deinen Fleischwolf passen. Und dann kommt das einmal in den Gefrierschrank zum Anfrieren. In der Zwischenzeit dann einmal die Gewürze klein mahlen. Das alles mit dem Salz auch in der Gewürzmühle. Bisschen durchshaken. Und dann hat man ein richtig schönes, feines Pulver, was sich dann gut verteilt. Dann die ganzen Einlagesachen klein schneiden, in Würfel, in Scheiben, je nachdem, wie du es haben willst. Pilze auch ein bisschen klein machen und dann schon einmal gut durchmengen, damit es später sich auch schön gleichmäßig verteilt. Und dann beim Wolfen die feinste Scheibe nehmen. Ich lasse das Ganze auch zweimal durch, dann ist es dann einfacher beim Vermengen. Gibt ein schöneres, feineres Bret. Wichtig ist hier wirklich, dass das Fleisch schön kalt war. Es muss nicht gefroren sein, aber angefroren, sodass es hier auch nicht zu heiß wird. Und jetzt sieht man hier, ist eine schöne Masse. Und die gebe ich jetzt hier in eine Schüssel, gemeinsam mit den Gewürzen. Und ich mache das jetzt heute ohne Kutter, um zu zeigen, dass das auch geht. Gib da das Kutterhilfsmittel dazu, die Gewürze dazu und mix das jetzt hier richtig schön durch. Ab und an mal wieder die Temperatur messen. Und jetzt sieht man hier, es wird eine richtig schön feine Masse, in die wir jetzt dann auch die Einlage reingeben können. Auch hier wieder richtig schön vermengen. Unterheben, sodass sich das schön verteilt und auch eine schöne Bindung hat. Das sieht man jetzt hier. Und dann die Form einmal einfetten, dass auch sicher ist, dass da nichts dran kleben bleibt. Und die Masse dann in die Form kippen. Schauen, dass möglichst wenig Lufteinschlüsse drin sind. Dann ist das Schnittbild später auch schöner. Schön runterdrücken und dann ein bisschen verstreichen. Oben ein bisschen glatt machen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt und das Ganze nämlich einmal einritzen. Das Muster könnt ihr euch überlegen. Ich mache jetzt hier immer so Rauten. Und dann ist das Ganze jetzt auch schon fertig zum Backen. Bisschen sauber machen noch. Und dann kommt es bei 180 Grad in den Ofen. Die ersten 15 Minuten so lassen. Und dann bei 120 Grad gar ziehen, bis es so eine Kerntemperatur von 69 Grad Celsius hat. Für 1 Kilo Masse dauert das so circa eine Stunde. Hier dauert es keine Stunde. Geht natürlich schneller. Hier ist es direkt fertig. Sieht richtig schön aus. Ich habe das jetzt noch 10 Minuten auskühlen lassen. Und dann kann man das jetzt hier einmal schön anschneiden. Und man sieht hier schön, Käse ist drin, der Anschnitt sieht super aus. Und ja, dann hier einmal angerichtet auf einer Semmel. Was natürlich auch gut schmeckt, ist auskühlen und in kleine Scheiben, dünne Scheiben schneiden als Aufschnitt. Schmeckt auch wirklich hervorragend. Jetzt hier erstmal probieren. Und oh, ja, ich kann es euch sagen, es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch richtig gut. Die einzelnen Komponenten kommen raus.
Auch hier dann so einen kleinen Käse-Ding drin. Jetzt noch ein bisschen mit Senf. Mögen viele nicht. Ich liebe es. Und ja, alles in allem wirklich sehr gelungen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wie immer, das komplette Rezept ist unten in der Videobeschreibung. Und viel Spaß beim Nachmachen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.